Okay. Also, wir wollen uns die Teilbarkeitsregel anschauen beim Teilen durch die Zahl 4. Wie lautet denn die Teilbarkeitsregel, wenn ich durch die 4 teile? Eine Zahl ist durch 4 teilbar, genau dann, wenn, was gilt? Ja? Wenn die letzten wie vielen Ziffern durch 4 teilbar sind? Auch, ja, aber du kannst es noch ein bisschen enger fassen. Die letzten beiden Ziffern, genau. Also eine Zahl ist dann durch 4 teilbar, genau dann, wenn die, muss ein bisschen aufpassen, die letzten zwei Ziffern durch 4 teilbar sind, könnte jemand auch missverstehen, dass beide Ziffern jeweils durch 4 teilbar sein müssen. Das ist nicht der Fall, ne? Sondern die beiden Ziffern zusammengenommen als eigenständige Zahl, die muss durch 4 teilbar sein. Also eine Zahl ist genau dann durch 4 teilbar, wenn die Zahl, die aus ihren letzten beiden Ziffern gebildet wird, durch 4 teilbar ist. Also mal ein Beispiel. 2556 ist die Zahl durch 4 teilbar. Genau, die ist durch 4 teilbar, weil die Zahl, die aus den letzten beiden Ziffern gebildet wird, durch 4 teilbar ist. Okay. Jetzt deine Zahl nochmal von vorhin. Du wolltest eine Zahl unbedingt, genau. Das war aber eine andere Zahl vorhin. Okay, was sind denn das hier für Zustände? Also welche? 3748, okay. Ach, ich mache mal eine 47 draus, ne? Ist die Zahl durch 4 teilbar? Nein, weil die 47 nicht durch 4 teilbar ist. Okay. So, jetzt betrachten wir mal, jetzt begründen wir, warum die Regel gilt. Ja? Und wir haben die ganzen Quersummenregeln schon mit einem Modell bewiesen, nämlich mit dem Gummibärchenmodell. Also die Teilbarkeit durch die 3 und die Teilbarkeit durch die 9 kann man sehr schön am Gummibärchenmodell erklären. Aber auch die Teilbarkeit durch die 4 kann man an diesem Modell erklären. Es funktioniert nur ein bisschen anders als bei der 3 und bei der 9, weil wir keine Quersummenregel haben. Wovon gehe ich aus, wenn ich das jetzt mit dem Gummibärchenmodell begründen will? Wie fange ich da an? Ja. Genau, du hast jetzt schon sozusagen das Ergebnis zusammengefasst. Perfekt. Ich wollte sozusagen erstmal den Schritt dahin gehen. Wir kommen nochmal darauf zurück gleich. Wie fange ich an beim Gummibärchenmodell, wenn wir mal die Zahl 2556 betrachten wollen? Was ist der erste Schritt? Was sagt man? Was schreibt man auf? Nicht so schnell, nee. Ja. Genau. Zunächst mal sagt man, ich habe 2556 Gummibärchen. Das ist der erste Schritt. Ja, wenn ihr sowas begründen müsst, irgendwann mal sagt er, okay, passt mal auf, ich habe 256 Gummibärchen. Und wie viele Personen habe ich? Vier Personen. So. Die Aufgabe ist also, die 2556 Gummibärchen auf vier Personen zu verteilen und dann zu schauen, bleiben Gummibärchen übrig. Wenn Gummibärchen übrig bleiben, also jeder kriegt natürlich gleich viele, ne, gleichmäßig auf die vier Personen zu verteilen. Und wenn keine Gummibärchen übrig bleiben, dann ist die Zahl durch vier teilbar. Wenn Gummibärchen übrig bleiben, ist sie nicht durch vier teilbar. Okay. So, und jetzt hattest du einen Vorschlag gemacht. Wir befinden uns im Dezimalsystem. Ne? Das heißt, die Gummibärchen, ich habe keinen Haufen mit 2556 Gummibärchen, sondern Verpackungen. Ich habe zwei
Tausender Packungen mit Gummibärchen sind im Paradies hier. Tausender Packungen Gummibärchen. Okay, also 2000er Packungen, ja? Bitte? 500er Packungen, genau. Die mache ich jetzt noch mal ein bisschen kleiner. Ist jetzt nicht proportional, ne? Es geht einfach nur ums Prinzip. 3, 4, 5 100er Packungen, okay. 5 10er Packungen, das sind die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6 einzelne Gummibärchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay. Das ist unsere Gummibärchen-Situation. Und wir haben 4 Personen. Und jetzt kommen wir zu deinem Argument von eben. Du hattest gerade vorgeschlagen, wir können jetzt die Gummibärchen relativ easy schon mal oder bestimmte Packungen schon mal relativ easy auf 4 Personen verteilen, nämlich? Nee, du hattest vorher was anderes vorgeschlagen. Du hattest dir die 100er Packungen angeschaut. Ja, also, ne, wenn ich so eine 100er Packung aufreiße, die kann ich ja auf jeden Fall auf 4 Personen schon mal locker verteilen gleichmäßig. Kriegt jeder 25 Gummibärchen. Das ist bei jeder 100er Packung so, ne? Die kann ich alle komplett verteilen. Schön gleichmäßig, jeder kriegt 25. Das heißt, 100 ist durch 4 teilbar, so eine 100er Packung kann ich gut auf 4 Personen verteilen. Wie sieht es mit den 1000er Packungen aus? Sehr schön. Das ist das Zehnfache von 100. Das heißt, wir haben die zehnfache Anzahl. Jeder kriegt 250 Gummibärchen. Also auch die Tausender Packungen kann man sehr gut verteilen. Und die Zehntausender Packungen. Und die Hunderttausender Packungen. Und die Packungen, die mit 1 Million Gummibärchen gefüllt sind. Und mit 10 Millionen Gummibärchen und mit und so weiter. Ja? Alle Packungen ab der 100 können wir gleichmäßig auf 4 Personen verteilen. Wir müssen... Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Also was noch tun? Ja? Zusammengenommen. Ja, genau. Ich muss jetzt nur noch schauen, ist das hier durch 4 teilbar? Fertig. Das sagt ja die Regel aus. Eine Zahl ist durch 4 teilbar, genau dann, wenn... die Zahl, die aus den beiden letzten Ziffern gebildet wird, durch 4 teilbar ist. Ich kann den ganzen linken Teil wegwerfen, vergessen, ist durch 4 teilbar. Ich muss nur die letzten beiden Stellen anschauen. Fertig. Das ist die Begründung mit dem Gummibärchenmodell, Teilbarkeit durch 4. Ja. Ja. Naja, aber es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Man sagt zunächst mal, ich habe so und so viele Gummibärchen und die will ich gleichmäßig auf so und so viele Personen verteilen. Dann malt man sich die Verpackungen hin, sagt, das ist die Tausender-Packung, 100er-Packung, kann man vielleicht noch drunter schreiben oder drüber, ne? Tausender-Packung, 100er-Packung, 10er und 1er. Und dann fängt man an zu begründen. Diese Packung ist durch 4 teilbar, diese Packung ist durch 4 teilbar und so weiter. Also ich muss nur noch auf die letzten beiden Stellen schauen. Ja? Habe ich 2 gesagt? Nee. Durch 4 teilbar, ja, beide durch 4, genau. Das funktioniert anders, ein bisschen anders als die Teilbarkeit durch 3 und durch 9. Ne? Da hat man jedes Einzelpäckchen aufgerissen, da blieb immer 1 übrig. Und da war sozusagen die Begründung, aha, pro Päckchen, egal wie groß die Packungsgröße ist, bleibt immer 1 übrig. Ich muss also die Quersumme bilden und schauen, ob die durch 3 oder 9 teilbar ist. Hier ist es so, bei der 2, bei der 4, bei der 8, bei der 5 muss man nur die letzten Stellen betrachten, weil die Packungsgrößen ab einer bestimmten Größe sowieso teilbar sind durch 2 oder 4 oder 8 oder 5.
Funktioniert gleich bei diesen Packungsgrößen. Okay. Gibt es noch Fragen zu dem Gummibärchenmodell? Ja. Ich weiß nicht, ob es auch drauf stand, aber dass es da ein bisschen schwieriger darzustellen ist. Müssen wir das dazu auch aufmalen können oder einfach wissen und anwenden? Bei der 5, die Teilbarkeit durch die 5 funktioniert genauso wie das hier. Wann ist eine Zahl durch 5 teilbar? Ja? Wenn die letzte Zahl eine 5 oder eine 0 ist. Genau. So. Warum? Man malt sich das hier wieder auf. Okay. Und fängt wieder an. Die 10er-Packungen sind durch 5 teilbar. Auf 5 Personen. Jeder kriegt 2. Die 100er-Packung, 1000er-Packung auch und so weiter. Also alle Packungen ab dieser Größe hier nach links brauche ich bei der Teilbarkeit durch 5 nicht betrachten. Die Stellen kann ich alle vergessen. Ich muss also nur auf die letzte Stelle schauen. So, wenn hier kein Gummibärchen liegt, kann ich die gesamte Menge durch 5 teilen. Und wenn hier hinten 5 liegen, kann ich auch die gesamte Menge durch 5 teilen. Naja, du musst ja begründen, warum gucke ich nur die Hinterste an. Ja, okay. Ich habe versucht, sozusagen es ausführlich zu machen, um es anschaulich zu gestalten. Wenn du natürlich dieses mentale Modell schon im Kopf hast, dann genügt es dir natürlich auch, einfach sozusagen zu begründen. Ja? Wenn du es aber jemand anders erklären musst, dann wäre es vielleicht sinnvoll, auch so ein Bild zu malen, damit man sieht, ah ja, okay, so ist es mit dem Päckchen und so weiter. Okay.